Hallihallo und herzlich willkommen. Der Hof repariert. Dort hinten sehe ich noch einen. Ach ja, gleich unten. Hier ist was. Krummel. Hey du, ich hatte es hier total gemütlich und dann kommst du daher und ist alles. Was soll ich noch in diesem Schweinestall? Lass uns gehen, Jüngchen. Was Schweinestall, Junge? Ist Beef? So. Buschel, was hast du uns zu sagen? Gratuliere, du hast jetzt deinen eigenen Bauernhof. Damit kannst du eine Menge machen. Hier kannst du einige Gegenstände für den Hof platzieren. Als erstes ein Tiergehege. Groß. Benutze das große Bauernhofbuch auf einen Hof und platziere das Tiergehege, wo du willst. Okay. Ach, cool. Ja, bauen. Tiergehege. Kann ich es drehen? Ja, nach. So kann ich es drehen. Ich glaube, ich mache das Tiergehege. So. Ne? So. Oder? Dann kommt man hier so rein, dann sind hier die Tiere, oder? Wir stellen es so dahin, das wäre noch schön. Ja, wir stellen es hier hin. Das gefällt mir. Okay. Gut gemacht. Wo du nun ein Tiergehege hast, kannst du große Tiere adoptieren. Komm zu mir zurück, wenn du bereit bist, und ich zeige dir, wie es geht. Gut, natürlich, denn ich möchte. Ich möchte mein Mr. Bacon. Kroffels sind die besten. Das sind diese großen braunen Tiere, die auf den Feldern in der Nähe grasen. Sie sind oft groß und flauschig, wenn wir sie zähmen. Geben sie uns auch Kroffelmilch. Du kannst Tiere zähmen, indem du sie mit ihrem Lieblingsfutter fütterst. Füttere ein Kroffel mit Zeliumsamen und es wird dir eine Zeit lang folgen. Hier, ich zeig dir, wie man Zeliumsamen herstellt. Jetzt geh und hol uns ein großes, flauschiges Kroffel. Du da! Komm mit! Komm mit! Schau hier, ich hab was für dich. Hey! Sind das Samen? Sind das die Zeliumsamen? Nee. Sind das die Zeliumsamen? Sind sie das? Na, was drehst du mir denn? Na, ich muss es herstellen. Stein und Zeliumblume. Ja, ich hoffe, das reicht jetzt mal. Komm. Komm. Brav. Nein, nicht einschlafen. Komm, Junge. Komm. Ja, komm. Hier rein. Adoptieren. Wow. Das ist ja mal. Jetzt können wir Kroffelmilch produzieren. Also schau immer mal wieder vorbei und hol die Produkte ab. Ich kümmere mich um die Tiere, die du adoptiert. Aber du sollst die Tiere auch mit Futter und Wasser versorgen, damit sie glücklich sind. Denk daran, wenn du deinen Hof weiter ausbauen willst, brauchst du einen Schreiner. Ich habe einen Kroffel. Schaut euch den ab. Hallo. Hallo, mein Süßer. Soll ich die Kroffel auf deiner Reise begleiten? Ich möchte dich pflegen. Wir geben einen Namen. Der heißt jetzt Bernd.
Bernd. Bernd, Bernd, Bernd. Was ist das? Kroffel. Okay. Ich glaube, ich muss noch irgendwie sowas zu futtern. Nehme ich an, ne? Bauen wir doch mal Futtertrog für unser kleinen Liebling. So. Und dann bauen wir noch ein Wassertrog. Auch so hier nebenan. Super. Super, ne? Jetzt gehen wir wieder zu Schlauchi. Oh, da oben haben wir etwas. Hier haben wir etwas. Was haben wir hier? Ein guter Platz für ein für eine Hängebrücke, Gras- und Holzbrücke. Holz. Ja, gut. Dann tun wir das. Bauen wir eine Hängebrücke. Nice. Zack, 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 zack. Die Hälfte haben wir schon. Zack, 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 zack. Noch 5. Ich brauche noch... nur noch 5. Aha. Ja gut. Das ist natürlich sehr gut. Wiesenglockensamen. Das kann ich hier wieder... einpflanzen. Gut. Nachhaltige Produktion nennt man das, ne? Annehmen. Tada. Das sieht doch gut aus. Gehen wir rüber. Eine von 9 Aufgaben haben wir erledigt. Im wunderschönen Grasland. Also ich finde das Spiel eigentlich noch genial. Es macht noch Laune. Man könnte eigentlich meinen, es wäre langweilig. Ich hoffe, es ist nicht langweilig zum Zuschauen, weil mir macht es enorm Spaß. Olé. Und jetzt top runter. Wir haben jetzt 3. Ein Grasfuchs. So, wie viele brauche ich hier? 60, ich habe die Hälfte. Geht das auch? Können Sie eine Ausnahme machen? So. Kätzchen, wo bist du? Sehr wahrscheinlich bist du da drin. Ich komme nicht hier rein. Und tja, Pech. Wir sehen uns später. Und hier kann ich auch nicht durch. Gut. Es sieht schon gut aus, ne? Es sieht wirklich gut aus. Was bist du? Ein Fuchs. Ein Fuchs. Asche-Shampoo. Na, mit was putzt ihr eure Haare? Mit Asche? So. Tja, das sieht doch aus wie unser Schiff. Vielleicht sind ja da unsere Leute.
Hallo, bist du von der Crew? Kari, Koffers können die Zunge nicht rausstrecken. Ja, okay. Patz. Euch kann ich nicht fällen. Hallo, Koffers. So, wieder den Hammer in die Hand nehmen. Goldsee. Theodor. Ahoi. Arr, ich war schon zu lange nicht mehr auf hoher See. Ich hab Lust auf einen Nacklefisch. Bring mir diesen fantastischen Fisch und du bekommst etwas Tolles von mir. Sie leben im Salzwasser. Nimm eine alte Angelrute und geh an den Strand. Vielleicht kannst du dort etwas fangen. Schätze, du könntest auch einen durch Handel bekommen. Wie auch immer. Du was machst, ich will einen Nackenfisch. Okay. Genevieve, hey, ich hörte, in Ostdok suchen sie verzweifelt alle Keramikwaren, die sie kriegen können. So. Wähle Essen zum Hergeben aus. Ein Farmarbeiter hilft bei der Arbeit auf einer Farm. Er kümmert sich um Tiere. Macht sauber und steigert die Produktion von Gegenständen. Okay. Tut mir leid, hab nichts. Was war das? Den Stock. Okay, gehen wir wieder zu der Aufgabe. Sind wieder ein bisschen zu lange irgendwo herumgetrollt. Tag 5, eigener Bauhof. 3 von diesen Feen, oder was das auch immer sind. Leuchti, Locke und Krummel. Kann ich mit diesen 3? Ja. Tada. Nice. Schau mal hier. Einpflanzen. Ja, Katze. Nice. Ja, ich hab doch keine mehr. Aha. Ja, da. Und ja. Und, pflanzen wir einfach Sachen rein. Wird schon schief gehen. Okay. Off we go. Ist hier oben eigentlich jemand? Nee. Das ist nur ein unkomplizierter Weg, der nichts bringt. Bäume ganz wegschlagen. Sieht schrecklich aus. Yep. So, einmal. Zweimal. Hallo, wie kann ich behilflich sein? Hallo, dich hat das hier an Land gespielt, was kein Wunder, du siehst wie ein Schwächling aus. Hey, es ist wichtig, gesund und stark zu sein. Um den ganzen Tag Futter zu schneiden, brauchst du starke Muskeln wie ich.
Nimm dich sicher und zeig mir, was du kannst. Schneide das hohe Gras und bringe mir 10-mal Futter. Details in deine X-Tagebuch ein, damit du nichts vergisst. Ich zeig dir was. Zack, 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 zack. Junge, nix kannst du mir. Ja. Oh. Das hohe Gras hat keine Chance. Du bist weniger Schwächling als gedacht. Wie gesagt, mächtige Muskeln sind wichtig, aber einen mächtigen Verstand brauchst du auch, so wie ich. So kannst du anderen dazu bringen, Futter für dich zu schneiden. Aha. Danke. Aber du hast eine Sichel verloren. So klug bist du nicht. Aber danke. Jetzt habe ich hier die Sichel endlich. Und hallo. Gut gemacht. Ich hoffe, du fühlst dich hier nun mehr zu Hause. Tritt ein und ruh dich aus. Morgen solltest du mehr vom Gemäher erkunden. Vielleicht hörst du sogar etwas von deinen vermissten Schiffskameraden. Saeria, so sieht man sich wieder, Geisterseher. Freut mich, dass du Mitglieder meiner Familie gefunden hast. Sie und dein Himmelskompass können dich an den Ursprung führen. Den Ursprung der Düsternis und vielleicht auch der von dir. Wow. Aufgabe abgeschlossen. Nice. Noch 7 übrig. Wie geht's? Suche nach dem Ursprung. Goldsee, da. Dahin möchte ich. Aber zuerst. Ne, nicht zuerst. Dahin gehe ich jetzt einfach. Fertig. Fertig, das reicht mir, ne? Hab die Schnauze voll. Komm langsam, langsam voran, langsam. Ich genieße das Spiel auch sehr. Also ihr seht, ich schweife immer wieder ab von den Quests, gehe irgendwo durch, verlaufe mich dann und dann bin ich wieder am Arsch. Ja, ja. Ja, wenn ich Schweini. Schweini. Da ist Schweini. Hallo Schweini. Pilze mehr, ne? Magst mich nur mit Pilzen. Verbrauche ich hier 3 von 3. Hab ich. Tada. Oh, das war mein Haus. Das war mein Haus. Ja, und die Sachen sind jetzt mir. Wenn es hier irgendwelches Zeug hat. Jetzt ist ein Buch. Das sind die Überreste eines Tagebuches. Das hier Letternebel bereitet sich weiter aus. Die Leute nennen ihn inzwischen die Düsternis. Gerüchten zufolge gibt die königliche Familie alles, um ihn wieder zu versiegeln. Nee, ich gebe alles. Kohle, nimm die doch. Ja, that's it, ne? Okay, Königsfamilie, zeig mal, was ihr drauf habt. Können wir hier so eine Palme abschlachten? Ja, gibt einfach nur mal so was. Was ist das? Ja, pflanzen wir mal ein. So. Kari! Ja. Eine Gruppe Glanzfische nennt man Lister. Spannend.
Dann lüster ihnen doch mal zu. Sprich mit Fischer. Fischlein, Fischlein, klein magst nicht an meinen Haken sein. Bist du dick oder schmal, wenn du am Haken hängst, ist das egal. Bist du wegen dem Angelwettbewerb hier? Um zu gewinnen, musst du mehr Fische fangen als alle anderen. Okay. Off we go. Ist ja das erste Mal, dass ich fische. Okay, ich hab's dann zu mir. Tippfisch. Los. Oh, 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 oh. Noch ein Tippfisch. Vielleicht sollte ich mal irgendwo anders hingehen. Irgendwo anders angeln. Schau hier, hier der Fisch. Oh, oh. Hab ihn. Okay. Ich gehe mal weiter runter. Zack, 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 zack. Oh, schau mal an. Hier. Komm, Fischi, Fischi. Oh, das ist ein großer. Nicht du kleiner, nicht du, der große. Oh, nee, 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 nee. So. Ja, ja. Nicht richtig. Nicht richtig. Prinzessinfisch. Nice. Okay, eine Minute haben wir noch. Eine Minute, eine Minute. Ja, hier, hier, hier. Komm. Prinzessin. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Jetzt soll sie kommen, komm, 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 komm. 30 Sekunden kostet sie mich. Nice. Okay, wir gehen noch einmal runter. Noch einmal. Oh, oh, oh. Aha. Ich verlasse den Wettbewerbsbereich, ne? Ich darf nicht zu weit runter gehen. Hallo, hier ist hier keine. Hier, 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 hier. Was? Habe ich gewonnen? Schade. Aber hey, ich habe eine Prinzessin im Fisch, ne? Ja, 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 ja. Okay. Das einsammeln. Das einsammeln. Geht's hier angeln? Ein Lieknerfisch wieder, ne? Das war der Fisch, den er möchte. Den kriegt er auch, wenn einer anbeißt. Oh, ein Dicker. Das ist ein Dicker. Komm, 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 komm. Ich hab auch die Prinzessin für dich, ne? Nee, du nicht. Nee, du auch nicht. Dich möchte ich. Ja.
Ja. Oh, Knucklefish. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe den Knucklefish. Gut. Knucklefish habe ich. Ich liebe den Fisch. Er braucht mehr Nahrung. Wie wär's mit dem? Danke, das gefällt mir. Dann kannst du noch so einen haben. Und dann kannst du noch so einen haben. Okay, dann gehen wir halt richtig fischen. Und heuer ihn an. Wie das weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Danke vielmals.